Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie üblich herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche wird es mal wieder Zeit für Industrieverfall vom Feinsten. Den Titel habt ihr alle schon gelesen, aber was hier so über die vielen Jahre und Jahrzehnte passierte, das und vieles mehr erfahrt ihr allesamt nur von mir, natürlich in den kommenden Minuten. Für viele weitere Folgen zum Thema verlassene Orte hier im Osten Deutschlands besucht ihr am besten meinen Kanal und wenn ihr einmal dort seid, dann abonniert ihr mich am besten gleich mit. Nun geht es aber erst einmal rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch eine verlassene Malzfabrik oder wie man das früher nannte, Melzerei. Im östlichen Thüringen gelegen befindet sich ein Werk, welches der Stadt seit vielen Jahren ein Dorn im Auge ist. Es gab etliche Ausschreibungen und so weiter, sodass es Glück war, dass wir überhaupt euch noch diese Fabrik hier so zeigen können. Beginnen wir aber am besten beim Urschleim und reisen dazu weit zurück bis ins 19. Jahrhundert. Im Vorfeld entstand mit dem frühen Anschluss an das Eisenbahnnetz ab 1844 ein riesiger Zuwachs an Industrie in alle Richtungen. Innerhalb weniger Jahre war es möglich, Waren und Materialien hin und her zu transferieren. Zu erwähnen sind hier die Anschlüsse an näher gelegene größere Städte wie beispielsweise Gera, Plauen, Altenburg, Glauchau, aber auch Leipzig, Hof und Chemnitz. Diese Städte waren nun deutlich schneller erreichbar, was den Zuwachs an Industrie noch mehr befeuerte. Inwieweit die Schifffahrt zur Verwendung kam, ist ungewiss. Dazu hielt sich das Internet recht bedeckt. Allerdings war der Landweg damals noch mit erheblichem Zeitaufwand verbunden. Bedeutet also, ohne gute Wasserwege hatte man damals keine große Chance auf Industrie. Thank you.
Mit der Eisenbahn zog die Industrialisierung nun auch in mittelgroße Städte ein. So entstanden hier eine Pumpenfabrik, verschiedene Webereien, aber auch Maschinen, Spielwaren und Knopffabriken bis hin zu unserer hier gezeigten Malzfabrik. Ob es hier im Stadtgebiet auch eine Brauerei gab, fand ich jetzt auf den ersten Blick nicht heraus. Ich würde aber mal vermuten, dass es so eine hier gegeben haben könnte. Kleine Privatbrauereien gab es hier und da vor allem in manchen kleinen Orten zuhauf. Vermutlich ließ Viktor Grimm 1889, zu dem es leider nichts zu finden gab, die hier gezeigte Fabrik errichten. Wahrscheinlich hatte sich die Gründung auch etwas eher ereignet und der Bau wird sicherlich ebenso einige Tage gedauert haben. Vorab entstanden wohl zuerst eine Verwaltung, Lager und Hauptgebäude sowie ein Gärbecken. Der bis heute weithin sichtbare Sud- und Siloturm entstand auch in diesen Tagen, wobei dieser etwa 30 Jahre später durch einen weiteren markant eckigen Siloturm noch ergänzt wurde. Aus fast allen Perspektiven liegt die Fabrik sofort mit im Bild und prägt seit über 130 Jahren die Optik der Stadt. Logistisch ist die Melzerei sehr gut platziert. Etwa 20 Meter trennen die Anlage von den Gleisen. Es musste also eine Erfolgsgeschichte werden. In der Geschichte taucht immer wieder die Firma Rühl und Keller auf, die eventuell später die Firma namentlich ergänzte. Wann das passierte, ist ungewiss. Ich fand Rechnungen und Lieferscheine aus den 30er Jahren, wo der Name so drauf stand. Es ploppten also mehr Fragen als Antworten auf. Eine zweite These sieht wie folgt aus. Rühl und Keller übernahmen und betrieben wohl ab 1906 eine eigene Brauerei, vermutlich sogar hier im Stadtgebiet. Vielleicht kamen sie auf diesem Weg zu Grimm und wurden Gesellschafter der Firma. Klingt auch nicht schlecht, oder was meint ihr? Solltet ihr da mehr Informationen haben, dann bin ich wie immer sehr dankbar, wenn ihr euch da bei mir melden würdet. Zum Thema Ersten und Zweiten Weltkrieg gibt es nur wenig Informationen und zum hier gezeigten Objekt ist aus dieser Zeit rein gar nichts zu finden. Einzig zwischen den beiden Weltkriegen 1930 entstand der kantige Siloturm, der bis heute ebenso erhalten ist und das Stadtbild seit nun mehr als 100 Jahren prägt. Das Baujahr ist auf der Wetterfahne weit oben hin sichtbar und wer ganz genau hinschaut, der kann es vielleicht sogar noch lesen.
Bis 1942 lief das Unternehmen recht erfolgreich unter diesem Namen. Was danach geschah, bleibt wieder Spekulation. Über eventuelle Kriegsschäden am Objekt aufgrund der Nähe zum Bahnhof ist ebenso nichts zu finden. Vielleicht gab es aber auch keine Mitarbeiter mehr, da gefühlt jeder, der wehrfähig war, an die Front musste. Nach dem Ende des Dritten Reiches erfolgte 1949 die Zusammenlegung von Brauereien und Malzfabriken zum VVB Brauereien. 4 Jahre später, 1953, kam dann wie unerwartet die Zwangsverstaatlichung bzw. Umwandlung in vermeintliches Volkseigentum. Der ursprüngliche Firmenname musste selbstverständlich nun ebenso weichen. VEB Malz und Nährmittel stand nun auf der Agenda. Leider ließ sich ebenso wenig über die DDR-Zeit nachlesen, wobei da mit Sicherheit das eine oder andere geschehen ist. Ich meine, mit Modernisierung und Sanierung hatte es die DDR nie wirklich ernst gemeint, aber angliederungstechnisch ging da mit Sicherheit was, wie wir aus der Vergangenheit wissen. Und tatsächlich fand ich dann bei den Kollegen von Rotten Places etwas über diese Zeit. Demnach bekam die Anlage 1955, aber auch 57, 63 und 65 jeweils einen neuen Namen, wobei sich die Änderungen im Namen tatsächlich in Grenzen hielten. Ab April 1968, andere Seiten sprechen von 65, produzierte das Werk vorrangig für den VEB Altenburger Brauerei als Betriebsteilwerk 1. Die Brauerei zählte übrigens wiederum zum VEB Getränkekombinat Leipzig. Alles musste im Arbeiter- und Bauernstaat ja seine Ordnung haben, wenn ihr versteht. Ende der DDR und dem Einzug des Kapitalismus blieb das Malzwerk chancenlos. Über die vielen Jahre Sozialismus gab es nur wenig Bemühungen, die Anlagen auf den neuesten oder überhaupt auf einen neueren Stand zu bringen. Es fehlte Geld und noch viel mehr die Ambition dafür. Dennoch wagte man in den frühen 90er Jahren einen Vorstoß in Richtung Privatisierung und man gründete eine GmbH, die allerdings nur bis 1992 durchhielt. Danach geschah nur wenig, es fehlten Ideen und ein richtiges Konzept, stattdessen kamen immer wieder hungrige und profitgierige Investoren. Tatsächlich las ich nur von einem einzigen Konzept, das um die Jahrtausendwende entstand und beinhaltete ein Studentenwohnheim, doch auch daraus wurde eher wenig. Und weil sich ebenso wenig tat, schaltete sich wieder die Stadt ein. Doch auch die Stadt konnte nichts wirklich bewerkstelligen. Ab 2015 hoffte man, das Areal immer mal wieder da und dort kaufen zu können, wie beispielsweise auf einer Berliner Auktion. Der Zustand war ohnehin sehr schlecht, aber nicht so schlecht wie beschrieben. Angeblich sind die markanten Türme nicht mehr rettbar, wobei die gesamte Anlage als solches nicht unter Denkmalschutz steht, also ganz klarer Fall. Versteht mich da nicht falsch, aber ich bin kein Statiker. Allerdings habe ich schon deutlich Schlimmeres gesehen, vor allem was den Verfall angeht. Gebäude, die niedergebrannt waren und in denen es von 5 Etagen keine einzige Decke mehr gab, jahrzehntelanger Verfall mit Wildwuchs im Objekt und selbst da wurde alles wieder aufgebaut. Und hier, wo alles massiv gebaut ist, wo Dächer ganz sind, wo seit 130 Jahren alles felsenfest verankert ist, kaum Wasserschäden und so weiter, und das ist nicht rettbar, sorry, aber das ist meiner Meinung nach eine Ausrede. Und der Grund ist ganz klar und schnell gefunden. Hier geht es um eventuelle Gewerbeflächen, mit denen die Stadt und Kommunen gut Geld verdienen können. Die Identität der Stadt zu wahren ist ohnehin wahrscheinlich eher fünftrangig, ein Armutszeugnis, wenn ihr mich fragt.
wenn man auch nicht alles erhalten soll oder kann. Doch die Türme sollte man auf jeden Fall erhalten. Sie prägen das Bild der Stadt seit so vielen Jahrzehnten, es wäre einfach nicht richtig. Doch der Abriss ist bereits geplant und sollte schon 2022 über die Bühne gehen, wenn es nach der Stadt gegangen wäre. Doch glücklicherweise konnten wir für euch diese Aufnahmen machen, bevor die Anlage tatsächlich irgendwann nicht mehr steht. Die Kosten für den Rückbau belaufen sich übrigens auf etwa 500.000 Euro. Bis zum Erscheinen dieses Videos steht das Objekt noch immer. Mal sehen, wie lange. Aber was sagt nun ihr zu diesem Objekt? Wie findet ihr diese Anlage und kann man sie nicht doch irgendwie retten? Gibt es vielleicht sogar eine Bürgerinitiative dazu? Sollte die Stadt nicht eigentlich zurückrudern und das Bild der Stadt wahren? Oder sollte man doch eher Platz für Neues machen und Geschäfte dorthin bauen und Arbeitsplätze schaffen? Vielleicht lässt sich auch beides kombinieren? Naja, diese Fragen gebe ich alle an euch weiter. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich verabschiede mich jetzt von euch wie üblich noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier mitnehmen konnten und hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten oder vielleicht sogar in einer vorangegangenen Folge wieder. Es gibt ja mittlerweile genügend Auswahl. In diesem Sinne, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns demnächst. Macht's gut, bis bald und ciao.